Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier auf Metin 2 Prius. Lang ist es her. Ja, ich habe zurzeit ja wenig Lust irgendwie auf Metin gehabt. Und es ist auch noch jetzt der Fall. Ich mache jetzt halt, ja, Videos mache ich noch ein bisschen. Bei der Gilde schaue ich nur noch manchmal vorbei. Ja, die Sommerzeit halt und ja, Arbeit hat man genug. Jo, heute wie mal versprochen das DT-Video leider jetzt mal ohne Pad. Das wird unseren Drop leider etwas runterschrauben, weil mit Pad macht man deutlich mehr Damage und der Damage heißt auch wieder um mehr Drop. Was ich jetzt aktiv drin habe, ist Doppeldrop vom Item Shop. Ja, dann gucken wir einfach mal. Und wenn nicht, dann machen wir halt nächstes Mal noch ein Video mit Pad. Zu der Verlosung mit dem EM-Finale, oder ja, EM-Finale, was heißt denn das? Achtelfinale von Deutschland. Da werde ich dann am Ende den Sieger bekannt geben. Und dann werden wir mal sehen, wer das denn ist. Jo. Abo-mäßig, klar, da bin ich jetzt etwas zurückgegangen. Ich war kurz vor 400. Leider haben sich dann ein paar entschieden, mich zu abonnieren. Aber trotzdem bin immer noch stolz auf die Summe von den 385 Leuten. Richtig geil. Ja, ich werde die Videos auch weiterführen. Also, es kommen neue Videos, kommen interessante Videos, wie jetzt das hier, was halt viele interessiert. Und ja, wir werden auch Leistungssteigerung machen, indem ich einfach jetzt hier halt noch ein Pad dazulege. Aber man droppt hier ja schon richtig gut. Man zieht hier zack, drei Dämonen denken aus einem Pull. Mega geil. Sind gleich mal 1,2 Millionen. Ja, also von dem her, es ist richtig nice hier im DT. Aber mit Pet wäre es natürlich noch besser vom Drop her, weil dann würde ich mehr Monster killen, schneller killen, was auch dann mehr Drop bedeuten würde in meinem Level. Aber das geht jetzt nun mal nicht. Ja, was man hier im DT so anstellen kann, man kann diese Edelsteine droppen, die kann man für 250k pro Stück verkaufen. Man kann sehr, sehr gut Splitter farmen, eigentlich droppe ich mehr Splitter, ich habe jetzt halt kein Pad dabei. Normal schaffe ich in 10 Minuten 30 Splitter. Und ja, jetzt sind wir aktuell bei 4 und das sind jetzt halt nur 4 Splitter. Aber ja, normalerweise mache ich ja mehr Masse und halt durch das Pad mehr Damage und mehr Drop. Ja, was man hier noch droppt, sind die Dämonenandenken. Dann Dämonen-Edelstein plus, Dämonen-Andenken plus, also da macht man richtig viel Asche damit. Was man natürlich gut braucht, also ist auf jeden Fall eine gute Buff. Ohne gute Buff geht's richtig schwer, also mit P-Skills geht's halt hier richtig ab, da crittet man und somit kann man mehr Drop erzielen, wenn man mehr crittet. Yo, was man auch gut machen kann, sind natürlich die 50er-Metins zerstören, weil aus denen kriegt man dann Medi Plus und die sind ja ca. 3 Millionen wert gerade. Und ja, das rentiert sich dann schon. Wir können ja mal unser Glück versuchen, weil wir gehen dann einfach wieder in Charakterwechsel oder machen halt die obere Ebene, die ist nämlich dann praktisch, weil die Monster dann automatisch angreifen. Ja, so mache ich das immer hier. Und da farmen wir eigentlich recht gut. Man hat viel zu verkaufen, man macht Geld. Und ja, mehr wollen man ja nicht. So, gucken wir mal, dass wir jetzt den Metinstein machen. Wir haben jetzt aktuell keinen Keiler dabei, was aber nicht schlimm ist. Gut, man merkt halt richtig, normalerweise mache ich so 1500, 2000 Damage eigentlich. Da fehlt jetzt halt voll der Keiler und voll das Pad. Ah, jetzt machen wir halt mal so zu Ende. Jetzt wollen wir ja sehen, vielleicht droppt man sogar eine Medi Plus. Die Chance müsste eigentlich recht hoch sein. Gut, wir werden jetzt natürlich nicht so den Damage reißen, müssen teilweise rausgehen, aber es geht eigentlich, wenn die ganzen Monster dann gleich beiseite sind. Da haben wir wieder einen Splitter, jetzt müssen wir halt immer aufpassen. Wir haben jetzt 5 Splitter und man muss halt aufpassen, nicht zu viel zu sammeln, dass man halt immer die Splitter ab 9 Stück
abgibt, also einen nächsten Char, und der kann sie dann für irgendwas anderes, ja, halt auf den Main Char tun oder so. Jetzt gucken wir mal, jetzt brauche ich noch meine Buff. Aber sonst warten wir hier gut eigentlich, und ja, ich finde es jetzt nicht schlecht hier. So. Ja, aber es sind leider nicht die richtigen Monster, so wie es aussieht. Weil wir brauchen diese komischen Typen. Na, Plagehund ist auch falsch. Leider eigentlich gar nichts gerade. Ja gut, manchmal kommen halt so Plagemänner halt kaum raus, gell. Grüner Trank. Die sammeln wir gleich mal alle auf. Fertigkeitenbuch, Vollsprung. Da haben wir noch Kampfrosch. So, jetzt hier oben ist halt richtig nice. Da kann man halt mal direkt. Braucht man halt keinen Umhang. Deswegen ist es eigentlich praktisch. Wenn man direkt mal eine Ebene wieder hochgeht, weil dann kann man die einfach. Muss ja nicht ständig pullen. Und hat trotzdem dieselben Monster. Ja, so mögen wir das. Schön viele Andenken, schön viele Splitter und Zeugs zu verkaufen. Oh, wir haben schon voll. Hui. Was können wir denn entfernen? Recht wenig. Oh, goldene Schatztruhe hatte ich vergessen. Die kriegt man für 700k bis 1k los. Wegen den Meisterbüchern. Die muss man eigentlich fast aufsammeln, weil die kostet recht viel. So, jetzt haben wir 4, 8 Splitter. Ja, das ist voll crazy. Normalerweise droppe ich 30, aber das Pad fehlt halt richtig. Weil da mache ich locker 500 bis 1k mehr Damage. Also fast das Doppelte eigentlich. So, jetzt müssen wir da mal Platz machen. Dass man die Splitter rübergibt. So. Perfekt. So, dann machen wir hier weiter. Und droppen natürlich Eiskugeln nebenher. Die gibt es ja noch. Ich glaube, die Tombola ist schon zu Ende. Ich hatte jetzt nicht viel davon, weil ich halt nicht so oft on war. Aber, ja. Aber man droppt hier recht nice. Also das, was ich jetzt hier schon gedroppt habe in den 6-7 Minuten. Das war schon, ja, locker um die 2kk locker. Und deswegen, die Tier rentiert sich eigentlich recht gut. Jetzt, wenn ich überlege, wenn ich jetzt von den Plagemännern 1 bis 2 Medi Plus oder so kassiert hätte, dann wären das auch wieder 6 Millionen gewesen. Und die droppe ich eigentlich relativ gut, wenn viele Plagemänner rauskommen. Und man sieht ja, die Monster sind einfach. Es wäre halt noch besser mit Pet. Weil der Damage, den merkt man halt direkt. Ja, okay, jetzt merkt man, dass der Crit weg ist. Jetzt wird man automatisch weniger droppen. Wie man auch sehen kann. Gut, jetzt sind da ein paar Gemeine dabei. Oh, die Gemeinen sind immer hässlich. Dann rufen wir schnell mal. So. Dann können wir die jetzt, ja, wenn wir Fingerknochen droppen, das ist auch so ein Item, was richtig nice ist. Weil das halt auch um die 5kk kostet. Aber es ist halt auch sehr selten, dass man das droppt. Da droppt man wieder eine Menge Splitter. Aber hier macht es eigentlich recht Spaß und man kann hier recht schnell Geld verdienen. Also ich hätte jetzt in einer Stunde gesagt, verdient man hier gute 30, 40 Millionen. An Upstuff und so. Dämonen dann denken plus 700k bis 1kk. Gehen die weg. Also man kann hier richtig Kohle machen. Braucht halt auch das Equipment und die Buff dazu. Aber dann kann man mit Alchemie und allem drum und dran kann man richtig viel Kohle machen. Ist dann richtig nice.
Wir werden da noch ein paar Parts drehen, auch mit Pet und so. Und werden dann halt auch die Steigerung sehen, ob man jetzt mehr Splitter droppt. Man droppt nicht immer 30 pro Stunde. Das ist, haben wir halt als ja, Richtwert gesetzt. So, gut, der Nachteil an der Ebene ist einfach die gemeinen. Klar, wenn man jetzt halt einen Fingerknochen droppen würde, würde man sich mega freuen, weil das sind halt gleich 5 bis 7 KK, wo man halt mehr hat, als in, wenn man normal farmen geht. Aber die zu erhalten ist halt auch wieder so eine Sache, weil ja, die sind halt dementsprechend teurer und auch seltener und deswegen... So oft habe ich jetzt hier noch keinen gedroppt, dass ich sage, das wird sich jetzt rentieren, immer in die zweite Ebene zu gehen. Es rentiert sich eigentlich aktuell nur wegen dem Methilstein. Jo. Jetzt können wir noch gucken, ob wir da drüben was finden. Ja, die Monster machen wir noch. Aber sonst rentiert sich eigentlich recht gut. Finde ich zumindest. Man droppt hier Zeugs und man kann damit auch ziemlich schnell an Geld kommen und darf halt wie immer nicht faul sein und ja, einfach weitermachen. Und so kann man sich halt auch irgendwann mal die Ausscheine oder so leisten und ja, dann braucht man auch kein echt Geld für den Itemshop mehr ausgeben. Aber man braucht halt dann Zeit, um zu farmen, aber die Zeit hat man ja meist. Na gut, die zweite Ebene war jetzt nicht so der Kracher, die erste war schon besser. Jetzt haben wir 11 Minuten gefarmt, das sind 1, 2, sagen wir 3,5. Ja, so 4, 5 Millionen kommt zusammen. Und das halt jetzt in 10 Minuten. Ja, das ist okay. Natürlich mit dem Pet und wenn man es aktiver betreibt, kann man mehr machen. Ah, das sehen wir dann. So, dann kommen wir jetzt noch zur Verlosung. Ich habe da ausgewertet. Der glückliche Gewinner des Rasador Eis heißt Karon. Der darf sich dann melden mit seinem Namen, mit dem er es in-game abholt. Und ja, dann herzlichen Glückwunsch. Das nächste Spiel findet, glaube ich, morgen statt oder so. Da könnte man jetzt auch noch schnell ein Gewinnspiel machen. Also wer für Deutschland ist, sagt bis vor dem Spiel halt Bescheid. Und dann verlosen wir dieses Mal wahrscheinlich einen goldenen Fußball. Jo, dann war's das für den Part. Das war ein relativ kurzer Part und wir werden den Part mehrmals wiederholen, dass ihr so seht, ob man jetzt mehr droppt, weniger droppt. Ja, einfach so ein bisschen einen Überblick habt, wie es im DT so ist und dann werden wir die nächsten Dinge angehen. Ihr habt noch sehr, sehr viel geplant und wie immer abonnieren, da freue ich mich ganz herzlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, Leute.